Kaum zu glauben, aber wahr. Bad Freienwalde war einst mit seinem weitläufigen Hügelgelände ein Wintersportzentrum, wie man es sonst nur in Bayern, Thüringen oder im Riesengebirge antrifft. Auch heute hat Bad Freienwalde noch einen Wintersportverein. Die mittlerweile 20-jährige Geschichte des WSV 1923 Bad Freienwalde ist eine lange Erfolgsgeschichte. Sie erzählt von der deutsch-polnischen Freundschaft, von dem Zusammenwachsen von Jung und Alt und wird geprägt von einem unvorstellbaren Enthusiasmus von den Anfängen im Jahr 2001 bis zu den heutigen großartigen sportlichen Erfolgen. Wir haben mit diesem Film versucht, einen Teil davon in persönlichen Erinnerungen festzuhalten. Von rechts nach links im Bild Sandra, Max und Rico Unglaube. Familie Unglaube, eine Skisprungfamilie. Wie begann das Ganze, lieber Max? Ja, also ich wurde eingeladen so zu einer Talentjahre. Da waren halt verschiedene Stationen und war dann halt auch Skispringen dabei. Das hat mir halt sehr gut gefallen. Dann bin ich halt zum Probetraining hin und ja, bin dabei geblieben. Was ist in Ihnen, liebe Sandra, vorgegangen, als Ihr Sohn sagte, jetzt werde ich Skispringer? Ja, da bin ich ja mit gemischten Gefühlen rangegangen, aber ich habe mich gefreut und hätte auch nicht gedacht, dass er jetzt auch so weit kommt. Aber ja, hatte immer Angst, wenn er denn landet. Aber ja, bisher hat das immer schön gemacht. Und dann kamen die ersten Sprünge. Wie war das Gefühl das erste Mal auf der Schanze? Hast du sicher auch auf der ganz kleinen angefangen, ein bisschen runtergerutscht? Ja, also war halt einfach nur runterfahren. War jetzt nicht so viel mit Springen, aber natürlich ein gutes Erlebnis. Dann ging es auch sehr schnell auf die Zehner und da war dann halt schon ein bisschen mit Abspringen und so. Inzwischen bist du aber dreifacher Schülercup-Gewinner in Deutschland. Du bist vorgesehen für den 6. bis 22.02.2026. Was wird da sein? Hoffentlich bin ich dann da bei Olympia, also Olympia. Ja, Olympische Spiele in Italien. Wenn du zurückblickst hier auf die Bad Freienwalder Zeit, was hat die geprägt? Was war so das Entscheidende, dass du dich hier so wohl gefühlt hast? Naja, erstmal der Trainer, weil der so einen guten Job gemacht hat, mich da zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Mit welchen Gefühlen entlassen Sie denn Ihren Sohn ins Bayerische? Oh, mit Zwiespältchen, würde ich sagen. Auf eine Art wollen wir ihm natürlich alles ermöglichen, um sein Ziel zu erreichen, das er hat. Und wir finden, dass in Oberstdorf da einfach die besten Bedingungen sind in ganz Deutschland. Aber auf der anderen Art ist er dann halt weg. Das ist Max Unglaube und das ist eine Familie, die immer hinter ihm stand und weiter stehen wird. Ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt Florian Liebke bei mir, 16 Jahre jung. Florian, du hast hier als ganz junger Bursche angefangen in Bad Freienwalde. Wie alt warst du da? 6 Jahre alt. Was hat dich denn oder wer hat dich denn am meisten angespornt von den großen Sportlern? Würdest du hier mal nacheifern? Hast du ein Vorbild? Ja, zurzeit ist mein Vorbild Karl Geiger. Du bist ein zurückhaltender, auch beim Interview ein schüchterner Typ, das zeichnet dich sogar aus. Wenn wir jetzt mal von deinem Trainer reden, zwischendurch bist du dann mal umzugshalber familiär sozusagen mit der Familie umgezogen nach Harzgerode und dort hast du aber weiter trainiert. Ja. Und wie kam es, dass dann wieder Bad Freienwalde-Tour zurück? Also ich wollte halt wieder zurück nach Freienwalde, weil der Verein mir da nicht so gefallen hat. Gut, sehr sympathischer Typ, Florian Liebke, also dir auch alles Gute und dann erfolgreiche Laufbahn.
Das ist schon ein großartiges Jubiläum, 20 Jahre Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde. Und ich habe den Mann dabei, der von der ersten Stunde an dabei war, Dieter Bosse, der Vorstandsvorsitzende, beziehungsweise im Fußball würde man sagen der Präsident. Das hört sich gut an. Im nächsten Jahr feiern wir ein Riesenjubiläum, 100 Jahre WSV 1923 Bad Freienwalde. Was sagt die Geschichte? Ja, nicht umsonst trägt ja unser Verein nach der Neugründung genau dieses Datum, WSV 1923, in Anlehnung dieser alten Tradition. 23 hat man diesen Verein gegründet, 24 war ja der erste märkische Wintersporttag hier mit vielen tausenden Besuchern und in Anlehnung an diese Tradition haben wir gesagt, okay, passt. Und irgendwann kam Günter Lüdecke mir über den Weg gelaufen bei irgendeiner anderen Sache. Da habe ich erstmal mitgekriegt, wo der herkommt. Da habe ich gesagt, du, wir haben hier Schanzen gehabt. Da hat er mich fast ausgelacht. Und dann habe ich gesagt, naja, wir fahren mal hin, guckst dir mal an, was wir so hatten. Hat er so ja nicht für voll genommen. Ja. Und dann, naja, habe ich gesagt, kümmere dich mal drum. Ihr brauchtet zu Beginn auch Verrückte, sage ich mal, die sich hier mit eingefunden haben. Wie habt ihr die denn so zusammenbekommen? Naja, also es hat eine Weile gedauert, dann kamen der Jörg Brömel und Werner Leipold hier hoch aus Thüringen und war so kurios, die sind damals losgefahren bei sich in strömenden Regen, das war im Februar und sind hier bei Schneetreiben angekommen. Das war schon eine super Situation. Was haben denn die Oberen der Stadt gesagt, der Bürgermeister und sein Team, als du ihm vorgetragen hast, dass hier demnächst Skispringen stattfindet? War natürlich ganz schön schwierig. Ja, wir hatten ja auch nicht viel Ahnung. Wir haben uns dann mal so Unterlagen geben lassen von anderen Schanzen und so weiter. Und dann haben wir im Prinzip in Eigenregie angefangen, den Hang so herzurichten, dass wir dann später die 10- und 20-Meter-Schanze hier bauen konnten. Aber es war am Anfang schon ein bisschen, die haben mal gesagt, ihr bist verrückt oder seid ihr bekloppt. Also man kann es schon fast so sagen. Aber letztendlich ist es ja so, die Sportstätte hat existiert, die hat es immer gegeben. Mhm. Die ist nur in Vergessenheit geraten worden. Ja. Der erste Bauantrag, den wir gestellt haben, der ist, wir haben am 4. November 2001 haben wir unsere erste Norsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften durchgeführt. Das muss man sich mal vorstellen, kurz nachdem wir im Prinzip den Verein gegründet haben, die Baugenehmigung haben wir am 3. November bekommen. Also kann man mal überlegen, in welcher Zeit wir gebaut haben. Spaß beiseite. Aber letztendlich ist es so, wir haben dann mit wirklich sehr, sehr viel Publikum die erste Veranstaltung über die Bühne gebracht und unser heutiger Landestrainer Stefan Wittmann ist damals der erste Springer auf dieser Schanze gewesen. Dann haben wir erstmal die 2003 die 40er. Ah, die 40er. Wir haben das nochmal zurückgebaut, haben dann die Papengrundschanze, wo die 20er stand, haben wir dann die 40er draufgepackt. War auch schon ganz schön schwierig, weil da braucht man schon richtig Geld. Ja, und das war alles nicht so einfach. Aber wir haben natürlich im Laufe der Zeit sehr, sehr viele Sponsoren gewinnen können. Unter anderem wirklich die Sparkasse an erster Stelle zu nennen, die von Anfang an uns unterstützt hat, die immer gesagt hat, verrückt, aber genial. Ja, und dann reichte das auch nicht mehr aus, wobei ich mich erinnere, ich bin ja sozusagen auch als Urgewächs vom ersten Springen dabei. Die 40er, da gab es schon richtige Klasse Springen, Landesmeisterschaften. Dann kamen komplette Nationalmannschaften unseres Landes, die nordisch kombinierten, die hier ihr Trainingslager machten. Und dann ging es auf die große Schanze. Und die hatten natürlich einen ganz berühmten Namen. Und mit dem habt ihr ganz tolle Verbindungen. Ja. Die Großschanze ist ja nun benannt worden, ne? Nach Helmut Recknagel. Mit der Eröffnung der Großschanze hatten wir dann natürlich auch ja, Trainingslager, der Nationalkader, nordische Kombination hier. Wir hatten Damen-Nationalmannschaft hier und so viele, die auch, so wie Markus Eisenbichler heute, die Severin Freund, die sind hier als Kinder alle gesprungen. Ja, die polnische Nationalmannschaft, ich glaube, komplett bis auf Kamis doch alle. Und dann kam dann mit der Verbesserung der sportlichen Bedingungen mit den tollen Schanzen kam natürlich auch eine Leistungsexplosion. Also wir hatten, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so 11, 12 Kinder, die wir schon an die Leistungsstützpunkte delegiert hatten im Vor. Also insgesamt jetzt. Davon hatten wir ja ein Mädel, das war die Elisa Gronau. Die war so weit, dass wir sie in der B-Nationalmannschaft, also B-Kader hatten, Damen-Nationalmannschaft und ist auch für die A-Kader schon gesprungen. Jetzt haben wir natürlich mit Max und Moritz zwei Sportler, die natürlich auch als Vorbild wirken und wir merken, wie sich das auswirkt. Und wir sind ganz stolz, sie sind jetzt Nationalkader, Nachwuchsnationalkader. Das ist was ganz Großes. Sie präsentieren schließlich Bad Freienwalde überall.
Hat Dieter Bosse noch große Wünsche und Pläne? Was man sich natürlich wünscht, ist, dass diese Kinder, die jetzt genau dorthin gegangen, wo sie jetzt sind, also an die Sportleistungszentren, genau dieses umsetzen, dass sie die Chance haben, genau in den A-Nationalkader reinzustoßen und genau solche Plätze belegen können, nämlich ob es dann der Gewinn ist oder der erste Platz, aber die Teilnahme am Weltcup oder dann auch an den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften teilzunehmen, das ist das Ziel. Und darüber würden wir uns natürlich alle freuen. Und sie starten ja auch für den BSV 1923 Bad Freienwalde. Bei mir am Mikrofon einer der erfolgreichsten Skispringer und Nordisch-Kombinierer aus unserem Verein WSV 1923 Bad Freienwalde, Moritz Terai. Moritz, die große Gratulation gilt dir. Du bist jetzt Mitglied des DC-Kaders der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Was verbirgt sich dahinter und wie stolz bist du darauf? Also ich bin schon sehr stolz darauf und es gibt dann natürlich schon wieder einen Ansporn, weiterzumachen und sich noch mehr anzustrengen. Wie hat denn bei dir die Karriere begonnen? Du bist ein Original Bad Freienwalder Junge. Ja, also ich lebe schon mein ganzes Leben lang in Bad Freienwalde und es hat angefangen in der zweiten Klasse. Einer aus meiner Klasse wollte unbedingt, dass ich mal hierher komme. Das habe ich dann gemacht und habe es weitergemacht. Man geht in die Abfahrthocke, fährt runter und dann wirft man sich oder ja, stürzt man sich in die Tiefe. Schönes Gefühl? Ja, die Geschwindigkeit und dann zu fliegen ist einfach geil. Also du gehörst zu den besten deutschen Nachwuchsspringern. Das Laufen, hat sich das dann so ergeben oder hast du auch schon immer so eine gewisse Affinität für das Laufen auf Skiern? Nee, es hat sich eigentlich so ergeben. Also ich habe es erst mal nach einem Jahr gemacht und es hat halt Spaß gemacht und habe ich es weitergemacht. Seid ihr in der Mannschaft WSV 1923 ein Team? Gibt es da so einen richtigen Kollektivkreis, dass man sich gegenseitig anfeuert und gegenseitig die Daumen drückt? Ja, wir waren schon immer ein Team und wir haben uns auch immer gegenseitig angefeuert. Und gibt es denn für dich so ein Vorbild in der nordischen Kombination, wo du sagen würdest, ja, so der möchte ich werden? Ja, so wie Vincent Skalger oder Jarl Magnus Rieber. Du bist ja nun anderthalb Jahre schon in Oberhof und war kein Sprung, kein Qualitätssprung. Du trainierst natürlich jetzt noch härter als hier, oder? Naja, ich trainiere immer hart, ist eigentlich gleich. Und wenn du mal so ein wenig zusammenfassen könntest, was hat dir denn hier an Bad Freienwalde am meisten gefallen und was war der entscheidende Punkt, dass plötzlich die Leistungen so stark waren? Ja, also am besten haben mir eigentlich die Schanzen gefallen, die gefallen mir eigentlich immer noch am besten. Ja, und die Trainer waren gut. Was sind Eltern und Großeltern für die Entwicklung eines jungen Sportlers? Sie nehmen eine riesengroße Rolle ein und eine von diesen Rollen füllt die Familie Terai aus. Ich darf herzlich begrüßen Marleen und Marco Terai. Wie groß war denn die Freude in der Familie, als die Nachricht kam, jetzt ist der Moritz im Nationalkader? Na, war schon riesig. Also wir hatten ja damit gehofft, aber trotzdem ist ja immer ein bisschen bange, ob es wirklich klappt. Aber es war so sein Ziel gewesen und für uns ist es ja wichtig, dass er seine Ziele erreicht und dadurch waren wir alle sehr froh. Ja. Nun wurde dem Moritz sicher in einem Gebiet, das ja vorrigen flachländisch ist, wurde ihm das sicher nicht in die Wiege gelegt, ein Skispringer zu werden. Wie haben Sie denn das gesehen, als er plötzlich kam und sagte, er möchte Skispringen? Naja, also zuerst war es ja eher witzig, weil wir natürlich keine Berührungspunkte mit Skisport haben. Deshalb war die Überraschung umso größer, dass er dann in der Arbeitsgemeinschaft hier zur Skisprung AG gekommen ist und dann so einen Enthusiasmus entwickelt hat, dass er dann wirklich gesagt hat, okay, er will sich entscheiden zwischen Handball und Skispringen und hat sich dann für Skispringen entschieden. Also am Anfang war es eine normale Arbeitsgemeinschaft und normale Training. Das Training schon, das hat sich dann angedeutet, viel intensiver als in anderen Arbeitsgemeinschaften oder in anderen Sportvereinen, weil einfach Stefan als Trainer das alles schon sehr, sehr professionell macht, kann man nicht anders sagen. Und vielleicht also, die letzte Frage, Sie vermissen ihn natürlich im persönlichen Leben, wenn er da in Oberhof unterwegs ist. Hat er das gut gemeistert, so die fremde Umgebung? Haben Sie das Gefühl, dass er sich wohlfühlt rundherum? Ja. Der Vorteil ist, dass wenn die Kinder schon so früh in dem Wettkampfzyklus sind, kennen sich die Kinder untereinander.
Und das bedeutet, dass für ihn, als er nach Oberhof gegangen ist, dass praktisch keine fremden Kinder waren, sondern die kannte alle aus dem Wettkampfzirkus schon. Und da war klar, da ging es nur noch, mit wem gehe ich aufs Zimmer. Er kannte den Rest schon. Das macht den Einstieg zur Sportschule einfach. Prima, am Mikrofon habe ich jetzt Uli und Gerd. Das sind die Eltern von dem Flo aus Bad Freienwalde, nämlich Florian Fechner. Welches Gefühl hatten Sie dabei, als er nun zum Skispringer werden wollte? Ich habe mich gefreut, dass er endlich mit Fußball aufgehört hat. Er wollte immer Skispringer werden und als er in die Schule kam mit seinen ganzen anderen Schulfreunden, war wahrscheinlich der Drang doch zu groß, in ein Team was zu machen. Und dann hat er erstmal angefangen mit Fußball. Das ging ein halbes Jahr gut und dann hat er es eingesehen, dass das doch nichts ist im Skispringen. Also ich denke, dass für den Florian wichtig ist, dass er von allen Seiten Unterstützung bekommt. Vom Verein, von den Eltern, von den Kollegen. Dazu muss ich dazu sagen, dass der Stefan immer darauf geachtet hat, dass trotz des Individualsports, den die Kinder ja betreiben, sie immer zusammenhalten, sich umeinander kümmern, auch sorgen, wenn was passiert, dass keiner also im Stich gelassen wird. Das ist eben das Gute. Wie sieht denn bei den Fechners so die Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf aus? Dann versuchen wir, ihn zu beruhigen und ihn darauf zu besinnen, dass er sich zu konzentrieren. In der Corona-Zeit war es ja auch schwer. Hm? Aber er hat dann auch zu Hause ein bisschen trainiert. Ja. Wir haben ein Trampolin im Garten. Das wurde genutzt. Dann wurden verschiedene Parcours aufgebaut, auf denen er dann Athletiktraining betreiben konnte. Aber was hat er denn, wenn Sie so in die Ferne schauen, für andere Neigungen noch? Wie könnten Sie ihn sehen? Also er ist handwerklich geschickt, das stimmt schon, aber ich denke eher so in Richtung Ingenieur, irgendwas entwickeln, bauen. Ich habe jetzt an meinem Mikrofon einen ganz großen seines Fachs, der Flo aus der Sparkassen-Ski-Arena. Es gab da schon mal einen Flo als Skispringer. Kennst du den? Ja klar, das ist Jens Weißflug. Wäre das zum Beispiel ein Vorbild für dich? Ja, schon. Weltmeister, Olympiasieger willst du ja mal werden, ne? Ja. Erzähl mal kurz, wie du das erste Mal hier zum Skispringen gekommen bist. Was das für ein Anlass war? Hättest ja Fußball spielen können oder Radfahren oder Tennis. Vorher habe ich auch Fußball gemacht, aber es hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Dann haben wir den Wintersporttag entdeckt und seitdem bin ich hier im Verein. Aha. Da hast du sozusagen gleich Feuer gefangen. Da haben wir es genau richtig gemacht. Talentsuche mit dem Wintersporttag. Das hat dir Spaß gemacht und hast gesagt, ich muss weitermachen. Und als du das deinen Eltern gesagt hast, du möchtest Skispringer werden, waren die begeistert oder sind fast in Ohnmacht gefallen? Meine Mutter ja, also sie ist in Ohnmacht gefallen, zumindest innerlich. Mein Vater fand es immer gut eigentlich. Meine Mutter jetzt auch. Und dann war das nicht so ein Strohfeuer, ja? Du hast also nicht gedacht, jetzt springe ich und dann 3 Wochen und dann weg. Nee. Gehst du regelmäßig zum Training? Ja. Wie oft in der Woche? Also jetzt ist ja Corona, das ist ja anders. Aber wie viel Mal trainiert ihr in der Woche? Also in Corona-Zeiten bloß 3-mal und normalerweise 4-mal. Mhm. Und du meinst, Skispringen willst du gerne. Das Laufen ist nicht so deine Welt? Nee, nicht unbedingt. Ich will ja auch mal von Skiflugschanzen springen unbedingt. Und deshalb möchte ich Spezialspringer werden. Mhm. Ihr seid natürlich beim Wintersporttag so ein bisschen runtergerutscht. Hm? Wann war denn so deine Premiere oder wie war diese Premiere, als du das erste Mal auf einem Absprungbalken gesessen hast? Ich war sehr aufgeregt, aber ich hatte eher meinen guten Trainer Stefan dabei. Dann noch eine ganz knifflige Frage, aber wenn ich dich anschaue, du bist ja ein ganz pfiffiges Kerlchen. Wie sieht es denn mit der Schule aus? Ganz gut bisher. Wir haben ja durch Corona jetzt nur alle 2 Tage Schule, aber das geht alles. Wenn du mal unterwegs bist im Urlaub oder irgendwo anders und du sagst, du kommst aus Bad Freienwalde und bist Skispringer, was sagen die dann meistens? Ach, das stimmt doch gar nicht. Der ist doch viel zu klein und viel zu jung. Aber das stimmt nicht. Und was fühlst du denn direkt beim Sprung? Nimmt man das so wahr oder ist das wie ein Rausch? Eigentlich ist es beides. Also man muss sich ja auf den Flug konzentrieren. Aber es ist einfach das Gefühl, in der Luft zu sein, schön. Ich darf Ihnen oder euch jetzt vorstellen, einen Teil der Familie Holz.
Das Sensationelle ist, sie ist keine Bad Freienwalderin, sondern woher kommt ihr beide? Aus Berlin. Ja. Ihr seid also Berliner und sozusagen als Gast, der Papa übrigens, wie heißt er mit dem Vornamen? Wolfgang. Der Papa und sie ist also diejenige, die irgendwann mal was schon von Skispringen gehört hat. Und was war dein Schlüsselerlebnis, das dich plötzlich dazu bewog, jetzt werde ich Skispringerin? Ich habe 2018 Olympia gesehen im Fernsehen und dann wusste ich, dass ich das machen muss. Was hat dann der Papa so gedacht, als seine Tochter kam und so nebenbei mal sagte, du Papi, ich will jetzt Skispringen? Ich fand das gut. Und meine Frau auch. Was ist deine Lieblingsschanze? 40 oder 60? 60er. Und da wirst du dich natürlich, wenn du jetzt nach Oberhof gehst, wirst du natürlich dich bald auch auf eine 90er vorbereiten müssen. Wie sieht's da aus? Ja, ich hoffe, dass ich das dann so schnell wie möglich machen kann. An welchen Wettkampf denkst du denn, nach 2,5 Jahren, das ist ja schon eine lange Zeit eigentlich, denkst du besonders gern zurück und welche Schanze ist deine Lieblingsschanze? Also der Wettkampf, an den ich mich oft erinnere, war 2019 in Rothenburg. Das war mein erster Wettkampf, wo ich auch gleich gewonnen habe. Das war schön. Und deshalb ist die Schanze dort auch deine Lieblingsschanze sicher? Ja, jetzt nicht mehr, weil die jetzt ganz schön klein ist. Aber jetzt ist meine Lieblingsschanze die 60er bei uns. Spielen Weltmeisterschaften und Olympische Spiele in deinen Träumen auch schon manchmal eine Rolle? Ja, in den Träumen, aber so. Ja, nur Träume. Was wünscht sich der Papa denn für die weitere Laufbahn seiner Tochter? Sie soll Spaß haben in Oberhof. Sie soll ihren Weg gehen, so weit er eben führt. Wir werden sie dabei unterstützen, wie bisher. Also ich denke, es ist alles vorbereitet, dass wir da zur Seite stehen können. Einer der Väter des Erfolges sozusagen, ein Enfant terrible, ein Mann, den muss man eigentlich kennen, das ist Günther Lüdicke. Hallo Günther, du hast in den vielen Jahren bewiesen, dass du nicht nur ein guter Schatzmeister oder Finanzwart, sondern ein absolut toller Veranstaltungsmacher bist. Kannst du dich noch an die Anfänge 10-Meter-Schanze und erste Veranstaltung erinnern? Doch. Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Es war sehr kompliziert. Wir hatten 2 Schanzen gebaut und wir haben auch versucht, Sportler einzuladen. Das war gar nicht so einfach, man kannte uns nicht. Und ich möchte eine Sache mal hier erzählen. Ich hatte dann in Österreich angerufen, den Ernst Vittori. Und er sagte mir dann ganz einfach am Telefon, was wie bei Berlin, habt denn ihr da überhaupt einen Berg? Mhm. Naja, nun ging das von der 10-Meter-Schanze, 20er, 40er. Und dann habt ihr auch kühne Träume gehabt, weitergemacht. Dann kam die 60-Meter-Schanze. Da gab es dann auch noch Träume noch weiter, aber da bleiben wir jetzt erstmal stehen, denn wir haben ja viel zu tun. Ihr habt vor kurzem gerade wieder große Renovierung gemacht. Wem habt ihr das zu verdanken? Die Schanzen sind wieder in Schuss gebracht worden. Nein, wir haben Holzschanzen und Holzschanzen, das Holz, das verwittert teilweise. Und ich muss dazu sagen, da gibt es eigentlich 2 oder 3 Sponsoren, ohne die wir das nie geschafft hätten. Dass wir so viel Holz hier bekommen haben und dafür nichts bezahlen mussten. Das haben wir den Herrn Küttbach zu verdanken. Und was uns natürlich auch hilft in unserer Arbeit und bei der Vernetzung, ist die gute Zusammenarbeit mit dem polnischen Skiverband. Gut, ne? Also als vielleicht herausragender Wettkampf würde ich vielleicht die Namensgebung hier dieser großen Sprungschanze bei uns benennen. Das war also 2017, da hat diese Schanze den Namen Kurstadtschanze Helmut Recknerl erhalten. Und an diesem Tag war ja neben den Helmut Recknerl waren viele, viele ehemalige Skispringer bei uns, der Uli Wehling, dreifacher Olympiasieger. Es war der Präsident des Deutschen Skiverbandes bei uns, der ehemalige Generalsekretär des Deutschen Skiverbandes und der Horst Hüttel, der sportliche Leiter. Und wir wussten das gar nicht jetzt, wir haben dann erst nachgeschaut. Also auch zu Beginn, also das allererste Springen 2001 im Herbst, dort hat der Karl Geiger ist hier gesprungen und der Eisenbichler. Also beide sind hier gesprungen als kleine Jungs, die kamen da aus Oberstdorf zu uns. Der gesamten Nationalmannschaft der Nordischen Kombination, also der Erich Frenzel ist hier gesprungen, der Rützek. Ja, nun haben wir natürlich, wir wollen ja nicht mit dem 20. aufhören hier, wir haben ja große Pläne. Günter Kotzner und ich waren für einen Wettkampf in Zakopane und dort wurden wir vom damaligen Sportdirektor der FIS angesprochen und gefragt, ob wir uns vorstellen könnten,
hier in Bad Freienwalde die ersten Jugendweltmeisterschaften durchzuführen. Und unsere Gedanken laufen dahin, dass wir zum 100-jährigen Bestehen des Wintersports in Bad Freienwalde, also 2023, diese Jugendweltmeisterschaft hier bei uns in Bad Freienwalde durchführen können. Aber eine Sache werde ich noch organisieren, bevor ich dann abtrete. Wenn dann die Jungs bei den Olympischen Spielen starten, dass wir alle gemeinsam 26 nach Italien fahren. Robert Busch, seines Zeichens Jugendsekretär des Landessportbundes Brandenburg, aber gleichzeitig in Doppelfunktion der Präsident des Brandenburgischen Skiverbandes. Herzlich willkommen, Robert. Ja, herzlichen Dank für die Einladung heute hier. Und vorwegnehmen möchte ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 20 Jahre WSV Bad Freienwalde. Schön, dass wir heute hier sind bei dem tollen Wetter und dass wir halt natürlich vor dieser großen Schanze stehen, weil wirklich beeindruckend ist, wenn man hierher kommt und einfach das sieht, was hier gebaut wurde. Hättest du dir einmal träumen lassen, als du diese Funktion angetreten hast, dass hier die besten Nachwuchsspringer Deutschland beheimatet sind? Selbstverständlich nicht, weil Skispringen und Bad Freienwalde ist ja nicht gerade so naheliegend. Wenn man Fernsehen sieht und sieht, wo Ski gesprungen wird im Süden von Deutschland, nicht mal von Brandenburg, dann denkt man nicht an Bad Freienwalde, wenn man die besten Skispringer hat. Aber ich bin stolz auf die Jugendarbeit, die hier gemacht wird, weil unabhängig von der Leistung ist es wichtig, Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern und das gelingt den Ehrenamtlichen hier im Verein sehr gut. Dann bin ich natürlich stolz auf die Leistung. Weil zur Breite gehört auch die Spitze. Und wenn wir die besten Skispringer im Nachwuchs in Deutschland hier aus Bad Freienwalde herkommen, ist das natürlich ein Zeichen für die Region und für den Verein. Und besonders stolz bin ich, dass unser Landestrainer im letzten Jahr ausgewählt wurde und der beste Trainer in Deutschland ist oder zu den besten Trainern von Deutschland gehört und macht natürlich als Präsident einen sehr stolz auf diesen Verein hier. Am Mikrofon eine Frau, die wir besonders gerne sehen, Dagmar Deutschmann, ihres Zeichens Geschäftsführerin des Landesskiverbandes Brandenburg. Dagi, kannst du dich an seine erste Begegnung mit dem Papengrund erinnern? Kann ich mich erinnern, sehr genau sogar. Da haben wir nämlich, Nicola und ich, als Rechenbüro in einem Bauwagen gesessen mit einem eisernen Ofen. Den haben wir befeuert und haben dort, damit uns also nicht kalt wird oder irgendwie was. Also das war hier und da war hier alles noch Pampe und es gab nur zwei Schanzen. Also es gab nur die 10er und die 20er Schanze. Und es ist alles sehr professionell, habe ich so als Stadionsprecher die Meinung. Also von der Medaille bis, das klappt hier. Die Siegerehrungen haben wirklich Charakter. Also das läuft. Und was fehlt denn hier so noch als Tüpfelchen auf dem I? Ich werde dir sagen, der Aufzug fehlt hier, die Aufstiegshilfe. Weil man immer ständig von unten nach oben hier rennen muss, ist das schon anstrengend. Und mit zunehmendem Alter sowieso. Schlussfrage doch, was wünschst du denn oder was wünschst du den WSVern in den nächsten 20 Jahren, für die nächsten 20 Jahre? Dass es weiter so gut läuft hier und alles und dass wir das alles noch ein bisschen mehr ausbauen können. Seit Februar haben wir beim WSV 1923 Bad Freienwalde die Luisa beim Skispringen. Luisa, wie gefällt dir denn das Skispringen? Gut. Und hast du denn gar keine Angst gehabt, dass da irgendwas passieren könnte? Nein, habe ich nicht. Du bist ein mutiges Mädchen, ja? Und gehst du schon in die Schule? Und was machst du denn neben dem Skispringen noch? Hast du da Hobbys, was du gerne machst? Nein, eigentlich nicht. Jetzt ist Skispringen deine große Liebe, ja? Und du springst jetzt von welcher Schanze? Von die 10er. Auf der kleinen 10er Schanze. Ja? Wie weit kann man denn da so springen? So 3-4 Meter, oder? Ja, kann man. Du springst weiter. Genau. Weißt du auch, wo der Rekord steht auf der Schanze? Dann musst du 11 Meter springen. Wann schaffst du das? Das weiß ich nicht. Vielleicht in einem Jahr? Ja, bestimmt. Und wenn du dich hier umschaust, wie wär's denn mal, schau mal da mal hin, schau mal da, wie wär's denn mal von da oben zu springen? Weiß nicht. Eigentlich macht es da auch dann Spaß. Ja. Ist der Papa schon mal gesprungen? Nein. Der traut sich nicht, wa? Der traut sich nicht.
Stefan Wiedmann habe ich, den erfolgreichen Trainer des WSV 1923 Bad Freienwalde, Landestrainer Skispringen. Im Jahre 2019 bester deutscher Nachwuchstrainer. Hast du selbst den Wunsch gehabt, hey, da wird eine Chance eröffnet, ich möchte da mitmachen? Oder? Ich war schon immer ein riesen Skisprung-Fan. Damals war ja Martin Schmidt seine große Zeit, ist 2001 Weltmeister in Lahti geworden. Und wie ich gehört habe, hier wird eine Schanze gebaut, da war ich dann sofort Feuer und Flamme und wollte sofort mitmachen. Irgendwann war dann die eigentliche sportliche Laufbahn? Ja, damals war ja der Karl-Heinz Hähnel hier, der Trainer. Ich habe in Potsdam mein Sportmanagement-Studium gemacht und dann kam Günther Lüdecke eigentlich auf die Idee, Mensch, der Karl-Heinz, der macht nicht mehr so lange, ob ich das nicht danach übernehmen möchte. Na, nun bringt man das aber nicht ganz links von zu Hause, von der Couch zum erfolgreichsten Nachwuchstrainer. Hast du viel gelesen oder hast du Lehrgänge gemacht, um überhaupt reinzukommen in diesen Beruf Trainer? Ja, also erstmal natürlich beim Kreissportbund, so ein Übungsleiter. Und dann natürlich die sportartspezifischen Lehrgänge beim DSV. Da fing an mit der Trainer C-Lizenz Nordisch, dann Trainer B-Lizenz. Du hast aber auch Mitstreiter. Im Verein? Ja, natürlich, ja. Da ist der Jens Schröter, der extrem fleißig und engagiert ist und auch immer mit unterstützt, egal was zu tun ist, und hält die Schanze auch immer wunderbar in Schuss. Also da. Und dann natürlich auch der ganze Vorstand, der Günther Lüdecke, der die ganzen Finanzen immer sammelt. Und wir haben mittlerweile Material, da war 2001 noch nicht dran zu denken. Das Hast du denn ein Geheimrezept, wie man so mal innerhalb von 4-5 Jahren einen deutschen Schülercup-Gewinner herausbringt? Nee, ein Geheimrezept gibt es da nicht. Da muss halt viel zusammenpassen. Wie gesagt, die Infrastruktur, die haben wir halt eine wunderbare hier. Dann materialmäßig muss es passen. Die Kinder müssen zielstrebig sein, wissbegierig, dann auch sportlich ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sportlich auch Talent mitbringen. Also so einfach backen kann man sich den auch nicht. Und welche Möglichkeiten habt ihr, junge Leute für das Skispringen im WSV zu begeistern? Zum einen die Schulsport AG in den beiden Grundschulen hier in Bad Freienwalde, wo seit Jahren auch immer wieder Kinder dazugestoßen sind. Da ist zum Beispiel der Moritz Terei, kam durch diese Schulsport AG von der Fontane-Schule. Oder dann, was vom Landessportbund organisiert wird, die Talentjade. So kam zum Beispiel der Max Unglaube dazu. Dann Wintersporttag, dann haben wir ja unsere Kita-Olympiade. Also wir machen ja wirklich sehr viele Maßnahmen zur Talentgewinnung. Letzten ein, zwei Jahren viele Mädchen dazu bekommen. Also ist da. Bei den ganz Kleinen haben wir jetzt fast mehr Mädels als Jungs. Man vergleicht ja dann auch, sag mal, die Entwicklung. Wenn man jetzt merkt, bei einem Kind, das läuft aktuell nicht so gut, dann schaut man, wie ist der vor 2 Monaten gesprungen, wie ist der vor 3 Monaten gesprungen. Ja, das macht viel Arbeit, ja. Also mein Ziel als Trainer ist, vielleicht auch ein bisschen hoch formuliert, aber mein Wunsch wäre, dass irgendwann mal einer von den Kindern, die ich hier trainiert habe, mal in den Weltcup kommt. So nah haben wir sie nie im Bild, unsere ganz jungen Springer, die jüngsten hier vom WSV 1923 Bad Freienwalde. Du bist der? Julian. Julian bist du. Julian, wie lange bist du schon dabei? Knapp ein Jahr. Ja, und fühlst dich wohl hier? Ja. Was ist am schönsten am Skispringen? Das Fliegen. Da haben wir eine Skispringerin. Die möchte eines Tages auch mal Olympiasieger werden? Vielleicht. Mindestens, ja? Ja. Wie ist dein werter Name? Carla Anklam. Und du bist auch schon länger dabei? Ja. Erzähl uns doch mal die Geschichte, wie du zum Skispringen gekommen bist. Ja, in der Schule gibt es so ein Formular, das kann man ausfüllen für AGs. Da war auch Skispringen dabei. Da wollte ich mal hin, habe ich auch gemacht. Gib mal das Mikrofon weiter. Wer bist du? Minna Anklam. Und du hast so wunderschöne Zöpfe. Ja. Das macht Spaß beim Fliegen. Wedeln die so richtig hinten dann? Ja. Erzähl mal deine Geschichte. Wie kamst du denn zum Skispringen? Also genauso wie Carla. Da war eine AG, da wollte ich unbedingt hin. Und dann waren wir hier so ein halbes Jahr lang in der
AG. Und dann sind wir umgewechselt auf den Verein und dann sind wir dort geblieben. Seid ihr denn Zwillingsschwestern? Ja. Genau. Und wer hat denn immer die Nase vorn? Ich habe euch ja schon oft kommentiert, da geht es ja dann um einen halben Meter zwischen euch beiden. Ja. Wer hat denn mehr Siege schon auf dem Konto? Habt ihr da mal nachgezählt? Nein. Geht mal weiter. Wen haben wir denn da? Ich heiße Adriu. Wer hat denn bei dir so den letzten Kick gegeben? War das die Eltern, die gesagt haben, Mensch, geh da mal hin, das macht Spaß? Oder hast du das im Fernsehen gesehen? Nein, ich bin auch beim Turnen und da hat eine vom Verein unsere Eltern gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Dann sagte ich ja. Und traust du dir, also du machst hier auf der kleinen Schanze, da bist du schon ein Ast. Hast du denn mal geschaut, hast du das mal messen lassen, wie weit du schon gesprungen bist? Ich habe schon mal 10 Meter geschafft. Leona? Mhm. Geht's dir gut heute? Ja. Ja. Und du bist also immer schon dafür gewesen, du hast lieber Skispringen gemacht als Fußball spielen, oder? Ja. Ja? Wer hat dich denn hierher gebracht das erste Mal? Weißt du das noch, wie du hier das erste Mal hergekommen bist? Mit wem? Mit meiner Mama. Willst du mal Weltmeister werden? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Muss man sehen, ne? Das wird schwierig. Na ja, Leon, auch dir wünsche ich alles Gute mit der ganzen Mannschaft hier. Hallo. Auf dass ihr wirklich eure Ziele erreicht. Aber was das Wichtigste ist im Sport, es soll Spaß machen. Gunter Frenzel brauche ich es nicht vorzustellen, seines Zeichens stellvertretender Vorsitzender des Landesskiverbandes Brandenburg und unser Vereinsarzt, der immer da ist, wenn ein Wehwehchen passiert. Wie bist du denn hier auf Bad Freienwalde gekommen? Man fährt hier mit dem Auto vorbei, sieht eine Schanze. Ja, was kribbelt da? Von der Warte aus war das an sich nur ein logischer Schritt, dass man sagt, okay, hier topft man mal an. Und in dem Moment bittet man vielleicht auch um eine Mitgliedschaft in diesem hervorragenden und sehr gut aufgestellten Verein. Und das war im Prinzip das Schlüsselerlebnis gewesen. Wenn du das mal so Revue passieren lässt, worin siehst du denn die Hauptursachen für die Erfolge, die zurzeit erzielt werden? Also dieser Verein ist wie eine Familie. Es ist Emotionen da, es ist Kid da, es sind Kinder da, es sind Erwachsene da, es sind Eltern da. Und das schafft irgendwo Freude, Sicherheit und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, und dann sind natürlich Funktionäre, die seit Jahrzehnten hier engagiert diesen Komplex aufgebaut haben und dort mit Ehrgeiz ringen. Und natürlich auch Trainer und alle Helfer, die hier mit unterstützen. Das sind Erfolgsgaranten für jetzt und auch für die Zukunft. Und das Ganze ist natürlich weiter ausbaufähig. Und dann vielleicht mal das ganz große Ziel, was uns Herr Hofer angetragen hat, vielleicht mal eine Jugendweltmeisterschaft auszutragen. Und da ist der naheliegende 100 Jahre Skiverein Bad Freienwalde 2023 fast vor der Tür. Deswegen bin ich hier gerade dem Wintersportverein Bad Freienwalde wahnsinnig dankbar, dass ihr von Anfang an diese Brücke geschlagen habt. Ihr seid Brückenbauer im besten Sinne. Und dass diese Brücke eine sehr stabile, eine tragbare Brücke ist und diese Brücke immer stabiler geworden ist über die Jahre hinweg, das ist Tatsache. Und dass diese Brücken mehr gebraucht werden als weniger, auch das ist eine Tatsache. Und dass es dann daneben natürlich hier Sportlerkarrieren, die einen Anfang genommen haben, auf polnischer Seite wie auf deutscher Seite, Sportler sich hier entwickeln konnten, Weltmeister werden konnten, auf deutscher Seite wie auf polnischer Seite erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und auch die nächste Generation im Skispringer-Nachwuchs gute Chancen zu halten. Mit Stolz sagen zu können, ich habe mein Buszeug auf Bad Freienwalde bekommen. Daran wird hier intensiv auch in einem Stützpunkt gearbeitet.
Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und unsere Aufgabe in der Politik, meine Aufgabe als Ministerpräsident, ist es natürlich, das Ganze nach Kräften zu unterstützen. Mit einem Schlag auf den Rücken, gut gemacht. Aber natürlich auch mit der Schaffung gemeinsam mit dem Landkreis, gemeinsam mit der Stadt, lieber Bürgermeister, von guten Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass wir zu einem Projekt, das ihr schon sehr lange verfolgt, gut beraten sind, das Geld reserviert zu haben und dass jetzt die notwendigen Voraussetzungen durch den Verein erfüllt werden und wir dann auch demnächst hier die Vorbereitung treffen können für die Weltmeisterschaft, die ja in das 100. Vereinsjubiläum fällt. Auch dieses werden wir hier in der Region gemeinsam feiern, gemeinsam mit der Stadt Bad Freienwalde, gemeinsam mit unseren polnischen Freunden und gemeinsam mit vielen jungen, aber auch erfolgreichen älteren Sportlern. Ich freue mich drauf. In den vergangenen 40 Minuten konnten wir nur einen Teil von dem zeigen, was den Erfolg des WSV 1923 ausmacht. Die Geschichte war auch geprägt vom großartigen Einsatz vieler Menschen der großen WSV-Familie. So erinnern wir uns an die Frauen hinter der Kuchentheke, an die Männer vom Grill, die fleißigen technischen Mitarbeiter, die die Schanze und das gesamte Stadion immer bestens in Schuss hielten. Aber auch an weitere Höhepunkte des Vereinslebens, wie die traditionellen Weihnachtsfeiern und andere Vereinsfeste. Aber nicht nur gefeiert wurde, zahllose Arbeitseinsätze der Mitglieder wären da noch zu nennen. Auch die großartige Unterstützung unserer Förderer und Sponsoren hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Geschichte des WSV 1923 eine Erfolgsgeschichte wurde und immer noch ist. In 2 Jahren feiern wir 100 Jahre WSV. Bis dahin werden viele neue Geschichten entstehen, die man sich dann in der WSV-Familie noch lange erzählen wird.